Alles elektrisch, wunderbar. So, was wartet hier? Güterhof in Zirchow, der fährt dann wahrscheinlich in die andere Richtung. So, wir hatten ja noch irgendwelche Hanseln, die nichts hatten. Appenweier war das zum Beispiel. Ne? Was habt ihr denn jetzt hier mit dem Cargo? Ihr wollt also. Okay, Appenweier. Kommt hier Öl, Kohle. Und zwar von hier. Sowas können wir immer gleich mit ausnutzen. Und Eisenerz von da hinten. So, dann werden wir gleich mal hier so eine Haltestelle bauen. Und zwar machen wir das mal wie folgt. Also das Eisenerz ist schon mal klar, das kriegen wir dann von hier. Und wir bekommen, ja, ich sag mal, also da können wir hier so eine Buslinie machen. Moment, Buslinie. Güterbushaltestellen. Da machen wir immer so eine Güterbahnhof hin, Güterbus hin, der dann das Ganze in das Industriegebiet packt. Wenn wir denn da Platz hätten, haben wir da Platz? Ne. Machen wir uns halt Platz. So, und dann packen wir hier den Güterbahnhof hin. Haben wir noch mehr Güter irgendwo hier? Landnutzung. Das ist einmal hier. Hier hinten haben wir noch viele Güter. Das heißt, wir werden dann auch hier noch so ein Güterteil hinpacken. So, dann brauchen wir also diese drei nur mit Bussen an, also mit LKWs meine ich. So, und jetzt gibt es dann halt das Problem hier. Dass wir jetzt hier anbinden wollen. Ah, da ist so ein Kohleblock im Weg, oder was das ist. Mal sehen, kommen wir da dran vorbei? Oder dürfen wir das sogar überbauen? Huch. Eingleisiges bitte. Ja, wir dürfen das sogar überbauen. So eingleisig. Und wo haben wir denn unsere? Hier ist diese Bahn. Da brauchen wir nichts umbauen. So, hier kriegen wir gleich eine Stahlbrücke. Das ist schon mal fein. Wo ist denn unsere? Da ist sie. Das heißt, wir müssten dann. Ey, das wird kompliziert. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Das wird kompliziert. Aber es geht. Ja, Wartfehler,
Fahrzeug im Weg. Wo? Geht doch. Nicht rummeckern, nee, es geht doch alles. So, dann fahren wir hier halt so rum. Oh yeah. Kümmern uns hier in die Ecke rein. So, haben wir dann Übergang, genau. Dann fahren wir hier bis da hinten parallel. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal hier rüber schwenken. Signal im Weg. Kommen wir hier dran vorbei? Nee. Okay, das heißt, wir müssen das mal ganz kurz stoppen. Mal ganz kurz die Brücke abreißen. Die bauen wir dann gleich wieder neu. Sie wieder die Lücke und dann fahren wir hier ganz, machen wir einen Bogen und fahren dann hier zu unserer wo ist sie denn? Da ist sie. So, und hier kommen wir dann auf der Seite an, auf der anderen. Na, auf zwei verschiedenen, jawohl, genau. Hier müssen wir jetzt wieder die Bahn bauen. Ach, jetzt macht er eine Stahl. Ja gut, dann müssen wir das auch abändern. Sieht ja sonst ein bisschen bescheuert aus. So, da haben wir jetzt mal eine Stahlbrücke gemacht. Was anderes blieb uns ja gar nicht übrig. Und dann machen wir hier mal wieder. Ja, das fährt also alles eingleisig im Moment, oder? Aber wir werden trotzdem hier mal kurz, also mit einem Zug nur. Trotzdem werden wir hier Ausweichstrecken bauen. Falls wir dann doch mal noch zusätzliche Güter Wagner einsetzen. So, hier wird es jetzt ein bisschen kritisch. Hier müsste ich eigentlich noch ein Gleis durchbauen, stelle ich gerade fest, also noch mal abreißen. Ja, da wird es dann halt schon ein bisschen kritisch.
So, mal gucken, wo wir denn. Ah, da kommt. Na, da ist Kollision. Ist das zu breit hier, oder? Machen wir das mal ganz neu. Also, dann holen wir erstmal diese Bahn darum. Und dann in das zweite Gleis. Wo ist es? Da ist es. Das gleiche dann von hier. Erstmal so. Ach, und dann wisst ihr was, dann machen wir da eine Brücke drüber. Dann kommen wir dann mit diesen ganz komplizierten Weichenkrams da nicht ins Gehege. Also Brücke drüber und dann sollte es laufen. Hier alles zweigleisig. So, dann kommt eine Brücke darüber. So, scheint ja zu funktionieren. Bisschen widerspenstig, dann muss ich von da anfangen. Oder ich mache erstmal die halbe Brücke nur. Komme dann von hier. Und das geht. Das ist ein bisschen austricksen, kann man die immer mal. So, und hier machen wir dann auch noch eine Brücke. Da können wir aber gleich hier mit anfangen. Das hatten wir ja schon eigentlich. Oder machen wir doch Weichenanlage? Erzählt mir mal was. Also, wir machen hier doch Weichenanlage. Ich meine, das funktioniert ja dann doch. Und so viele Busse, Züge fahren hier nicht. So, jetzt habe ich natürlich das hier wieder abgerissen. Heiliges Bimbam. Aber so ist das in Ordnung. So, dann fahren wir hier dran.
und weichen uns dann hier so rüber. So, und dann Krümmung zu, was ist denn jetzt hier dazu? Krümmung zu groß. Also, dann müssen wir noch mal abreißen kurz und dann versuchen hier rumzugehen. Funktioniert das? Aber jetzt geht es doch. Wie kommen wir jetzt in den zweispurigen Modus hier rein? Hier geht es rum. Hier ist dann auch zweispurig, da muss ich das dann noch ein bisschen abändern. Was ist das jetzt eigentlich für eine Bahn? Achso, die Kohlebahn, genau. Das hat ja an der einen Stelle schon prima funktioniert mit dem komplizierten Weichensystem bei der Überquerung, dann machen wir das hier ganz genauso. Hier nochmal ein viertes Gleis zunächst. Und das ist auch noch ein bisschen. Na, klappt das noch? Mal gucken. Also das geht erstmal hier rüber. Das geht schon mal. Das geht noch nicht. Geht das jetzt? Geht. So, und dann kommen wir hier rüber. Das geht. So, und kriegen wir das hin jetzt zwischen? Nein. Geht nicht. Da müssen wir ein bisschen weiter weg hier. So, das funktioniert. Kommt dann noch die Weiche. So, und hier haben wir das schon. So, und das machen wir noch mal weg. Na, warum geht das nicht zusammen?